Die neuesten Botschafter Deutschlands tragen Turnschuh und Jeans. Sie sind Studenten, Schüler, Praktikanten und ein bisschen fremd im erlauchten Auswärtigen Amt. Aber auch diese vier sind Diplomaten, weil sie für Deutschland in die Welt gehen. Mit dem Goethe-Institut nach Bolivien. An die Schmidt-Schule in Ost-Jerusalem. In die deutschsprachige Schule nach Bangkok. Mit der UNESCO nach Uganda. Kulturweit haben die Diplomaten den Freiwilligendienst genannt, der ab September hunderte Jugendliche in alle Welt schickt. Auftrag: für deutsche Kultur und deutsche Werte werben. Unterkunft, Taschengeld und Abenteuer inklusive. Da kann auch vieles ungeplant laufen in den Gastländern, in denen sie unterwegs sein werden. Aber ich bin mir sicher, viele kommen mit neuen Eindrücken zurück, mit neuen Perspektiven für ihr weiteres Leben. Deutsch unterrichten in Johannesburg, Schätze ausgraben in Georgien oder Schulen bauen in Ruanda. Das geht freiwillig oder als Zivildienstersatz. 1200 Jugendliche haben sich bereits beworben. Und die Einrichtung, muss ich nicht fragen, findet ihr auch gut, ne? Ja. Ihr seid ja jetzt so ein bisschen was wie Versuchskaninchen, das wissen Sie. Ich denke, man wird auf jeden Fall für sich persönlich etwas mitnehmen, ob nun positive oder schlechte Erfahrungen. Ich denke, es wird immer irgendwie ein Lerneffekt dabei sein. Wer mindestens 18 und höchstens 26 ist, hat eine Chance auf den Kulturdienst im Ausland. So ein Foto bekommt aber nicht jeder.